Gestatten Sie, Herr Palmer, dass ich mich auch zuerst an Sie wende. Welche Rolle spielt das Internet in Ihrem Leben? Ich befürchte, dass Sie das fragen würden. Manche. Ich war gestern in der Republika und habe mich so ein bisschen versucht vorzubereiten. Also Internet spielt in meinem Leben bisher gar keine Rolle. Das wird sich auch wahrscheinlich kaum ändern. In meinem Theater spielt es seit einiger Zeit eine gewisse Rolle. Wir waren das einzige Theater, das sich sehr lange diesem Internetverkauf widersetzt haben, weil wir Interesse daran hatten, dass unsere Superkassierer und Verkäufer im direkten Gespräch mit unseren Besuchern blieben. Also einfach die unmittelbare menschliche Verbindung zum Besucher unseres Theaters und dem Theater selber. Ich habe dann aber irgendwann dem Druck der Kasse und unserer Berater nachgegeben und habe dann auch das Internet praktisch als Verkaufslinie akzeptiert. Und siehe da, wir verkaufen inzwischen 30% unserer Karten mit Internet. Das scheint doch eine, und das weiß ich natürlich auch, eine vernünftige Sache zu sein. Immer freitags, wenn die Leute sich langweilen zu Hause und sie in ihrer, wir sagen immer Community, also mit ihren Partnern in der ganzen Welt, keine Lust haben zu kommunizieren, landen sie irgendwann beim BE und kaufen Karten. Also Freitag macht es immer einen Riesensprung. Da haben wir bis zu 50% Internetverkäufe. Ich besitze ein, warten Sie mal, ob ich es bei mir habe, ich besitze neuerdings ein iPhone, das ich aber nicht beherrsche. Ich hätte genauso gut dieses Rentnertelefon mit den großen Knöpfen nehmen können, weil ich eigentlich in erster Linie eben telefoniere. Ich kriege auch diese, wo die Leute reinsprechen, das kriege ich nicht hin. Aber ich bin im Theater umgeben von einer ganzen größeren Gruppe, die hier auch sitzen könnten, aber heute im Theater sein müssen, die sich total auskennen. Und natürlich erfordert der Konkurrenzkampf der Bühnen auch eine Aufnahme dieser modernen Medien. Ich muss auch sagen, ich rede jetzt viel zu lange, aber dieser Zwang, Republika zu besuchen gestern, das war die Voraussetzung, so wie Sie hier ins Theater mussten, dazu die Arme. Kommen wir noch, zu Ihrem Pflichtprogramm kommen wir noch, Herr Palmer. Also aber lassen Sie mich das ruhig ganz kurz sagen. Die Hausaufgaben frage ich schon noch ab. Die Hausaufgaben frage ich da ab. Also das hat doch zu einer gewissen Revolution in meinem Inneren geführt. Oh. Weil diese Veranstaltung Republika, die hat es schon in sich. Und ich würde mal sagen, dort wird ein Traum geträumt, der gar nicht so weit fern ist von dem Traum, den ich auch selber immer noch träume, dass es uns gelingt, wenn wir uns zusammenschließen, dass wir stark sind und sogar vielleicht mächtig, zeitweilig, und das Schlimmste verhindern können. Und wie die charmante Partnerin in ihrem kleinen Buch oder großen Buch geschrieben hat, wir wollen ja eigentlich, dass ein möglichst großer Teil der Menschheit glücklich wird. Und das ist natürlich ein allgemeines und schönes Ziel. Etwas von dieser Aufbruchstimmung habe ich in der Tat gestern bei einigen dieser Veranstaltungen Republika gespürt, vor allem aber in dem Publikum, das sich dort versammelt und wirklich einen Traum träumt und dieses Medium für diesen Traum benutzen will. Das hat mich also gestern mit einem gewissen Stoß in die Gegenwart befördert. Ob das sich meinem technischen Dilettantismus sozusagen weiterhin verschließen wird, das kann ich nicht sagen. Ich bin demnächst 76 Jahre alt und es muss ja auch nicht sein. Es ging ja auch ohne das. Das ist meine Beziehung zum Internet, wenn Sie gestatten. Herzlichen Dank. Dieser bald 76-jährige Mann, ich habe ihn gar nicht vorgestellt, leitet nicht nur das Berliner Ensemble, sondern hat natürlich auch Theatergeschichte geschrieben. Er hat das Burgtheater viele Jahre geleitet in Wien und hat sich immer wieder richtig unbeliebt gemacht. Und das nicht nur politisch, sondern manchmal auch künstlerisch. Manche halten ihn für einen politischen Regisseur, andere glauben schon lange nicht mehr dran. Da ist die Theatergemeinde immer etwas gespalten. Aber dass er ein politischer Mensch ist, daran hat er nie einen Zweifel gelassen und daran wurde tatsächlich auch nie gezweifelt. Mich würde, bevor ich jetzt zu Ihnen komme, ehrlich gesagt interessieren, wer Sie eigentlich sind. Ich würde gerne eine kleine Befragung starten. Ich wüsste gerne, ich lasse Ihnen vier Möglichkeiten. Wer von Ihnen sich eher zur Netzgemeinde rechnet, darf dann gleich die Hand heben. Wer eher in die Theaterwelt gehört, darf dann die Hand heben.
wer zu beidem gehört, darf dann als Drittes die Hand heben. Und das Vierte, was ich fragen würde, ist, wer sich alledem nicht ganz, wer nirgendwo reinpasst. Also zuerst Netzgemeinde bitte. Oh, schon ein paar. Theater. Mehr. Beides. Oh lala, oh lala, oh lala. Und keins von beiden passt irgendwie alles nicht? Wunderbar. Also die besonders willkommen. Sie sind hier in der Veranstaltung Theater und Netz. Also Frau Weisband, Sie hat man schon häufig im Fernsehen gesehen, im letzten Jahr so ganz besonders viel und im vorletzten. Sie waren politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Eigentlich war es nur ein knappes Jahr, aber irgendwie sind Sie nie ganz verschwunden und haben dann jetzt ein Buch geschrieben, haben sich wieder eingemischt. Meine Frage zuerst, so wie ich Herrn Peymann nach dem Internet fragte, welche Rolle spielt eigentlich Theater in Ihrem Leben? Also in meinem Leben spielt Theater tatsächlich schon immer eine große Rolle. Ich bin aufgewachsen mit der Bühne. Meine Mutter hat mich, also ich komme ja aus der Ukraine, meine Mutter hat mich mit 3 Jahren das erste Mal mit ins Ballett genommen und seitdem sehr, sehr regelmäßig, so fast jede Woche ins Theater und ins Ballett mitgenommen, zuerst in Kinderstücke, aber auch in Erwachsenenstücke. Also ich habe Schwanensee mit 4 Jahren gesehen. Und dann in Deutschland hat das nachgelassen, als wir hierher gezogen sind, weil ich die Sprache nicht kannte. Aber ich war dann sehr schnell auch wieder am Schultheater, habe dann selber... Sie sind mit 6 oder 7 nach Deutschland. Mit 6 bin ich rübergekommen, genau. Und dann stand ich auch, sobald ich Deutsch konnte, wieder auf der Bühne. Zuerst in der Schule, in Wuppertal. Und bin dann, als ich nach Münster gezogen bin, zu einer gemischten Truppe gegangen. Das war so zur Hälfte Laien, zur Hälfte Profischauspieler unter der Regie von Stefanie Bockermann. Und da habe ich auch einige Jahre gespielt. Und gespielt heißt mit Begeisterung oder heißt, naja, ich war halt Kind und hatte nichts anderes zu tun? Ja, spielt das heute noch eine Rolle in Ihrem Leben? Ja, also ich war ja kein Kind mehr. Das war schon meine erwachsene Entscheidung und mit riesiger Begeisterung. Das ist etwas, das ich wirklich vermisse und zu dem ich keine Zeit mehr habe, seit ich so viel Politik mache. Das geht einfach nicht mehr. Ich konnte halt irgendwann nicht mehr zu den Proben gehen. Aber das ist etwas, das ich auch wirklich vermisse, weil es für mich auch immer eine wichtige Ausdrucksform war. Manche sagen ja, ach, es ist dieses Politiktheater. Ist tatsächlich Politik für Sie auch Theater? Nee, es ist anders. Das, was im Fernsehen, Talkshows, sind Theater, aber schlechtes Theater. Also so richtig schlecht inszeniert. Applaus bitte. Nein. nicht meine Gedankengänge unterbrechen. Insgesamt dreht es sich bei Politik schon um andere Dinge. Also es ist nicht die Essenz, die ich am Theater schätze. Es ist sehr viel Inszenierung, es ist sehr viel zur Schaustellung. Aber genau das versuche ich in meiner Politik ja auch zu überwinden. Das heißt, ich mache da eigentlich das Gegenteil von dem, was ich am Theater mache. Ich versuche, Informationen nicht plakativ zu verdichten, sondern im Gegenteil die Menschen zu ermuntern, in diese beängstigende Breite der Information zu gehen. Mhm. Spielt denn so in Ihren politischen Zusammenhängen, in denen Sie sind, auch Theater eine Rolle? Nein, in der Tat nicht. Sogar ein bisschen das Gegenteil. Denn ich möchte sagen, dass Theater und Netze, und ich rede jetzt nicht, wir müssen trennen, kurz Computer und Netzwerke, das ist eine wichtige Trennung in der Diskussion. Netzwerke sind, glaube ich, das komplementäre Konzept zum Theater erstmal, weil in Netzwerken jeder Sender und Empfänger ist gleichzeitig und das Theater für mich schon sehr darauf basiert, dass eben über den einen das Licht ausgeht und über den anderen geht es an. Theater ist das Gegenteil von Plattformneutralität, völlig bewusst. Jemand ist Sender, jemand, der das möchte und kann und sich sehr lange darauf vorbereitet hat, sendet etwas und andere empfangen und die Diskussion wird anschließend im informellen Raum außerhalb des Theaters sozusagen geführt. In der Politik möchte ich aber ein System etablieren, in dem eben jeder Sender und Empfänger ist, womit ich keines der Konzepte abwerten möchte und ich glaube sogar, sie könnten einander auch politisch sehr sinnvoll bereichern.
Netzwerke als komplementäres Konzept zum Theater. Herr Peimer, macht das Sinn für Sie? Ich ziehe mich hier so ein bisschen zurück und versuche, Sie ins Gespräch zu bringen. Nein, nein, ich finde das interessant, was Sie sagen. Also vielleicht müsste man noch eins hinzufügen. Theater ist natürlich vor allem nicht virtuell. Theater ist tatsächlich live. Das heißt, in dem Moment, wo, wie Sie sagen, das Licht über den einen angeht, ist er tatsächlich da. Er wird nicht vermittelt. Er ist auch immer anders. Er ist nie gleich. Er ist alleine und er ist eben live. Es ist auch eine mutige Sache, das so zu machen. Und natürlich wird die Reaktion dann verlagert. Also den Unterschied habe ich jetzt noch nicht so richtig zu fassen. Also fand das eben interessant, was Sie gesagt haben. Also das Live ist wichtig. Es wurde vorhin auch mal von Ihnen gesagt, also sagen wir mal, das Theater, um es mal zu verkürzt zu sagen, ist ja immer auch ein politischer Raum, so oder so. Das heißt, es treffen sich dann viele Menschen, die unten sitzen. Inzwischen im Dunkeln, in der Shakespeare-Zeit saßen sie auch im Hellen da. Und die sitzen also im Dunkeln und vorne spielt einer. Und das ist praktisch letztlich ein politischer Ort. Ich war 7 Jahre Intendant am Bochumer Schauspielhaus. Das war manchmal so der einzige Platz, der in dieser dunklen Ruhrgebietstadt abends noch leuchtete. Wo eben 700 Leute dem Gerd Voss oder der Kirsten Dehne zugeschaut haben und gemeinsam gelacht haben, wenn sie begriffen haben, dass das, was sie da jetzt sagen, zum Beispiel gegen einen Bundeskanzler oder für irgendetwas ist. Also dass dieser politische Zustand, der da entsteht, gerade hier in diesem Ort, wo wir jetzt gerade sind, ist ja das Deutsche Theater nicht ganz fern. Das ist die Böll-Stiftung liegt ja praktisch in Nachbarschaft zum Deutschen Theater und auch zum darüber, ja genau. Ich habe die Orientierung hier ein bisschen verloren, das macht die Architektur ja auch nicht so leicht, also darüber. Und das war ein Theater, das sage ich jetzt, weil das die meisten von Ihnen gar nicht wissen können, rein biologisch, biografisch. Das war zum Beispiel ein Platz, der in der DDR-Zeit ein Platz heftigster Opposition war. Da wurde der Tartüff gespielt in der Inszenierung von Besson, da wurde der Frieden gespielt, da wurde vor allem der Drache gespielt in der Inszenierung von Besson. Und das war klar, dass alle, die da unten saßen, wussten, der Drache, das ist irgendwie Josef Stalin. Und Tartüff, das ist irgendwie, sind die DDR-Machthaber. Das heißt, das Theater konnte einen ganz starken Gefahrenpunkt erreichen und brachte sich in Gefahr. Und alle, die unten saßen, wussten genau, was gemeint war. Also ich sage das jetzt nur noch zur Erweiterung des politischen Begriffes, den Theater immer ist. Also ich sage auch gerne, Theater ist immer subversiv. Theater ist nie staatstragend, staatsfördernd, sondern eigentlich immer dagegen. Nie. Ich würde sagen nie. Das Theater, wenn es, ja gut, es gibt dieses Arschkriegtheater des Boulevards oder was weiß ich, aber grundsätzlich ist das Theater immer, es gibt wechselnde Zeiten, wechselnde Intensität. Man soll uns aber jetzt nicht eine Diktatur wünschen, damit unser Theater noch besser wird. Obwohl es in Diktaturen oft sehr gut ist. Das polnische Theater, das DDR-Theater war dem westdeutschen Theater bei weitem überlegen, weil man klare Gegnerschaften hatte und sozusagen mit dem Theater kämpfen konnte. Also jetzt weiß ich nicht, jetzt versuche ich so gescheit wie Sie zu sein, jetzt den Bogen zu schlagen zum Internet. Was mich da interessiert hat, ist natürlich, dass jeder im Internet... Vielleicht lassen Sie sich noch mal erklären von ihr. Aber würgen Sie mich jetzt nicht ab, ich habe vielleicht zu lange geredet, aber ich habe eben begriffen, dass das Internet jedem seine eigene Boulevardzeitung oder seinen eigenen Rundfunksender oder seine eigene Fernsehstation gibt. Das ist natürlich was Tolles in Staaten der Unterdrückung. Ich habe gelesen, dass in Kuba, wo ja viele Jahre, auch leider bis heute noch, das Idol Castro wackelt, weil er natürlich tatsächlich nach innen immer noch und auch seine Nachfolger Unfreiheit vermittelt, dass man dort zwar Internet senden kann, aber nicht Internet empfangen kann. Internet kann man nur empfangen, wenn man in die Ausländerhotels geht, habe ich mir erzählen lassen. Und da entsteht natürlich und da liegt vielleicht eine gewisse Verwandtschaft.
dass das Internet in solchen Situationen der Unterdrückung eine unglaubliche, subversive, ja möglicherweise revolutionäre Qualität gewinnen kann. Das ist vielleicht ein Berührungspunkt, wo Internet natürlich wahrscheinlich, vielleicht sogar viel mächtiger sein kann, als das Theater jemals. Ja. Er ist ja ganz schön angefixt worden auf der Republika, wa? Also ich habe das nicht erwartet, muss ich sagen. Glauben Sie, diese Begeisterung dieses älteren Herrn über das Internet, dass es diesen revolutionären Charakter haben könnte, dass es quasi den Unterdrückten die Stimme geben kann, trifft die Situation? Ein Stück weit definitiv. Also ich meine, das ist ja das, warum wir alle so begeistert davon sind. Denn wie das Theater kommt natürlich auch das Internet nicht ohne Subversivität aus. Es gibt einfach, weil im Netz alle sind und weil nie alle einverstanden sind. Es ist einfach kein natürlicher Zustand, dass alle Menschen einverstanden sind. Und das Netz bildet das immer ab. Wobei das Netz aber auch dazu neigt, Gruppen zu bilden. Ich kann ja im Netz mit jedem reden. Das heißt, ich muss mir aussuchen, mit wem ich rede. Und mit wem rede ich? Ich rede mit denen, die mir ähnlich denken. Das bedeutet, ich habe es im Internet etwas seltener, dass ich Dinge konsumiere, dass ich ins Theater komme und etwas wirklich Abstoßendes erfahre oder denke, oh mein Gott. Das bekomme ich dann mit, wenn meine Freunde irgendwie twittern und sagen, hier, guck dir das mal an, das ist total schockierend und eine völlig andere politische Meinung als unsere. Dann bekomme ich das mit. Aber diese Blasen, diese Filterbubbles sind da. Und da zum Beispiel hat es durchaus einen Vorzug, dass das Theater eben ein Ort ist, wo es nur eine begrenzte Anzahl Sender gibt. Und man geht da rein und weiß vielleicht auch erstmal gar nicht, was passiert, sondern man setzt sich freiwillig einer Unbekanntheit aus. Das andere, die Revolution, kann das Internet Revolution machen? Ich habe mich sehr intensiv mit den arabischen Frühlingen befasst und mit der Rolle von Internet, speziell sozialen Netzwerken, ganz speziell Facebook darin. Man sagt immer, das Internet hat da die Revolution gemacht und ich glaube nicht, dass das stimmt oder jedenfalls nicht so monokausal. Wir hören von den Leuten, die daran beteiligt waren, immer wieder, ja, das Internet hat uns vernetzt. Und diese Vernetzung, dass wir plötzlich gesehen haben, da sind ganz viele andere, die denken wie wir, hat uns die Angst genommen. Aber als die Angst weg war, haben wir nicht ganz fleißig getwittert oder gefacebookt, sondern wir sind auf die Straße gegangen. Real mit unseren Körpern. Michael Hart schrieb in seinem neuen Buch Demokratie, dass es gerade das ist, das Körperliche, das die Revolution zu großen Teilen mitträgt. Er sprach dem Körperlichen eine Art Magie zu. Was auch meiner Meinung nach der Grund ist, warum Theater nicht mit dem Film ausgestorben ist. Weil das Theater noch diese Dimension hat, die absolut essentiell ist. Diese Magie, die gerade im politischen Raum zwischen Menschen entsteht, wenn Menschen physisch nah beieinander sind, ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das ist etwas, das wir als politische digitale Bewegung sehr stark lernen können. Ganz abgesehen von sozialen Problemen, die dadurch aufkommen, dass man das Gegenüber nicht sieht, dass man die Reaktion nicht sieht. Ich chatte mit jemandem und ich kann etwas sagen, das ihn beleidigt und ich werde es nicht mal merken. Und ich werde auch nicht einlenken oder mich entschuldigen, weil ich den Gesichtsausdruck des Gegenübers nicht sehe. Und ich persönlich mache immer Veranstaltungen wie diese hier sehr, sehr gern. Denn ich kann in ihre Gesichter schauen und ich kann sehen, wann sie mich nicht verstehen. Ich kann sehen, wann sie die Augenbrauen hochziehen oder wann sie anfangen zu murmeln und zu flüstern. Und ich kann dann etwas Erklärendes dazu sagen oder reagieren in irgendeiner Weise. Das ist etwas, das uns bei aller Begeisterung, und ich meine wirklich echte Begeisterung für das Netz, nicht verloren gehen darf. Das Netz ist ein Werkzeug, das uns hilft, uns zu organisieren. Aber ich glaube auch, dass es eine gewisse Form von revolutionärer Kraft gibt, die dann entsteht, wenn wir beisammen sind. Die andere Frage ist nur, ich als Pirat denke immer nur, was kommt nach der Revolution? Wie organisieren wir uns dann? Und dann können wir nicht ständig alle auf der Straße sein. Und wenn ich dann sage, wie machen wir Partizipation, ohne dass wir in Zelten wohnen müssen, dann bin ich wieder beim Internet. Frau Weißmann, Sie waren jetzt hier auf dem Theatertreffen. Sie haben zwei Inszenierungen gesehen. Wie war's? Also ich war am Sonntag in Murmelmurmel. Das war eine weniger politische, ich habe sie eher als ästhetische Inszenierung wahrgenommen. Die war sehr interessant und ich habe mit niemandem... Moment, wer hat Murmelmurmel gesehen? Oh, super. Also Sie können... Sie können mitreden oder auch nicht. Ich habe tatsächlich mit niemandem, nicht mal mit der Frau, in der ich in dem Stück war,
danach über das Stück geredet. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach kein Wort. Also wir sind da rausgegangen und haben... Da war doch nichts zum Reden. Murmel, murmel, ich meine. Ja, genau, das war dann auch der geteilte Kommentar. Und danach war ich in Jeder stirbt für sich allein. Das war gestern. Da musste ich leider früher gehen, weil die da diesen Luftschutzalarm gemacht haben. Also ich wäre dankbar gewesen für eine kleine Triggerwarnung. So, wenn Sie Luftschutzalarm nicht gut haben können, dann gehen Sie da nicht rein. Aber das war nochmal dieses... Also gerade dadurch, dass es so viele politische Elemente hatte, gerade dadurch, dass es so viele gesellschaftliche Elemente hatte, hat es genau dieses Gefühl bei mir nochmal getriggert. Ich meine, sie haben mich ins Theater geschickt, als wäre ich noch nie im Theater gewesen. aber so ganz aktuell hat es bei mir tatsächlich nochmal dieses Gefühl geweckt von, ja, ich fühle diese Energie, die da auf der Bühne ist. Ich sauge sie in mir auf als Zuschauer und ich trage sie mit und ich trage sie mit auf die Straße und irgendwas passiert dann da mit mir und ich werde selbst wieder zum Sender. Ich war auch in der gleichen Vorstellung wie Sie gestern und habe sogar an Sie gedacht. Ich habe gedacht, die muss da jetzt ins Theater gehen und habe wirklich an Sie gedacht, weil, und zwar an einer Stelle, wo sich, glaube ich, das Internet und zum Beispiel dieses Stück, das in der Nazi-Zeit spielt, Wolf unter Wölfen, was sich da verbindet. Da, das ganze Stück geht darum, dass zwei junge Leute einen Kampf gegen Hitler eröffnen und Postkarten verteilen. Und auf diesen Postkarten schreiben sie Texte, dass man sabotieren soll und verteilen immer so 3-4 Postkarten in der Nachbarschaft. Und das so. Dann habe ich noch an die Geschwister Scholl gedacht, die ja dann mit dem Leben bezahlen mussten, weil sie Flugblätter in München abgeworfen haben. Das war in der Zeit vor Internet. Im Internet hätte man in der Anonymität des Internet, das ist doch, glaube ich, weitgehend gewährleistet, oder weitgehend, sage ich mal, ich kenne mich nicht aus, da hätte man natürlich sofort ein anderes... Kleine Abstimmung. Ist die Anonymität im Internet weitgehend gewährleistet? Ja, Hände hoch. Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Gerne, ja, ich möchte Sie nicht unterbrechen, aber es ist... Also im Internet sind wir erstmal im normalen, freien Internet, also es ist beschränkt frei in westlichen Ländern, in nicht-oppressiven Ländern, kann man erstmal anonym sein für andere User. Aber man kann gefunden werden. Und das Problem ist eben, wenn wir in Systeme kommen, die nicht Deutschland sind, die nicht die USA sind, sondern in Syrien, ist das ein riesiges, riesiges Problem, wo tatsächlich Menschen sterben, und zwar ganz wirklich sterben, im Kampf um die Möglichkeit, Daten ungefiltert zu versenden oder unerkannt zu bleiben. Und da ist nämlich das Unerkanntbleiben auch genauso von Leben und Tod abhängig und es ist leider genauso gefährlich. Das wusste ich nicht. Also ich dachte eben, dass sagen wir mal, die Kraft einer, dass eben viele oder fast alle zum Beispiel eine Meinung hören und den gleichen Eindruck haben, was im Theater, sagen wir mal, im Tartüff oder im Drachen, sozusagen in dem geschlossenen Raum dieser 700 oder 600 Besucher möglich ist, also sozusagen die politische Manifestation auch des Protestes, und eben auf der anderen Seite die Widerstandskämpfer Scholl und ein Wolf unter Wölfen, dass das sozusagen durch das, wie Sie sagen immer, Community, also durch diese große Welt der Internet-User, wie Sie sagen, also das Schlimmste am Internet finde ich übrigens die englische Sprache. Das finde ich also den absoluten Horror. Also, da will ich eine ganz kurze Anmerkung mir erlauben darf. Das finde ich eigentlich das Allerschrecklichste, dass diese Amerikanisierung, unter der wir ja sowieso alle Identität verlieren, wir verlieren ja im Moment unsere sprachliche europäische Identität. Und wir sind eigentlich, ich habe immer nicht begriffen, was eigentlich Besetzung ist oder Imperialismus ist. Imperialismus ist, wenn man die eigene Identität verliert, wenn man die eigene Sprache verliert. Und das finde ich eins der allergrößten Probleme, übrigens auch als jemand, der sich mit Dichtung befasst und mit deutscher Dichtung befasst, eine der Fürchterlichkeiten, dass sich in unsere Sprache immer mehr diese schrecklichen Amerikanismen verbreiten und wie Krebs praktisch über Internet, überhaupt keine deutschen, französischen oder sonstigen Italiener, die gibt es gar nicht mehr. Das finde ich wirklich eine schreckliche Situation, von was es bedeutet, ein anderes Volk, ein anderes Land zu erobern. Das würde ich Ihnen gerne zurufen. Lieber Herr Peimann, ja. Ich würde Ihnen gern darauf kurz erwidern, dass auch in der schönsten und reinsten lateinischen Sprache es kein Wort für Fahrrad gibt. Und ich glaube, auf dieses Problem reagieren wir mit englischen Vokabeln. Benedikt, mal fragen. Ich denke,
Das müssen Sie meinen Lateinlehrer fragen, aber nicht. Aber klar, die Pointe ist. Frau Weißmann, Sie haben gesagt, Netzwerke sind das komplementäre Konzept zum Theater. Können Sie noch mal sagen, warum? Also jetzt abgesehen von der Stofflichkeit, die ja gerade auch das Theater so stark vom Kino trennt, was ja so der letzte große Konflikt des Theaters war, glaube ich, also der physischen Präsenz, ist das zweite das Sender-Empfänger-Paradigma, das im Theater erstmal in eine Richtung funktioniert. Das heißt, Menschen, also erstmal sendet ein Regisseur zum Beispiel eine Vorstellung an seine Schauspieler und die Schauspieler senden dann diese Vorstellung weiter an das Publikum und das Publikum kann danach selbst auch wieder zu Sendern werden, indem sie zum Beispiel die Ideen verbreiten, die sie gesehen und gehört haben oder indem sie einfach Einladungen in dasselbe Stück aussprechen. Aber es ist eben immer unidirektional und ich finde das erstmal nicht falsch. Es ist ein Medium. Ich bin immer dagegen, alles gleich machen zu wollen. Wir müssen nicht alles genauso machen wie das Internet. Es muss nicht alles digitalisiert werden. Es gibt Sachen, die sind einfach so gut, wie sie sind. Im Internet ist eben optimalerweise jeder gleichberechtigt, Sender und Empfänger. Und je nachdem, was ich sende, habe ich mehr oder weniger Zuhörer. Das heißt, wenn wir uns das als Netz vorstellen, dann bin ich ein ganz fetter, dicker Knotenpunkt, der viele Fäden hat, die zu ihm laufen, von anderen Knoten. Oder ich bin halt so ein loses Ende, das eigentlich nur mit einem verbunden ist. Und das ist eine Eigenschaft, die macht eine große Menge von Menschen sehr klug. Denn es ist mehr als ein Mob auf einem Marktplatz, sondern ein intelligent vernetztes System, in dem eben diejenigen, die als relevanter beachtet werden, nur durch ihren Inhalt, die auch mehr Gehör finden. Und unser Gehirn funktioniert im Prinzip genauso, wenn wir uns vorstellen, Menschen wären Synapsen. Und das Gehirn baut genau solche Netzwerke. Netzwerke scheinen also offensichtlich ganz gut zu sein, wenn es um Informationsverarbeitung funktioniert. Und das ist das, was wir im Internet sehr gut machen können. Ich glaube, das Theater und das Internet erfüllen also zwei sehr unterschiedliche Funktionen. Das Netz verarbeitet Informationen, verarbeitet Neuigkeiten, baut auch beständig neue Dinge, unter anderem übrigens auch Kultur. Das Netz schafft ja auch eigene Kultur. Und das Theater verdichtet. Das Theater nimmt sich aus diesem ganzen Konglomerat von Dingen, die rumschwirren im Netz und in der Welt, und es verdichtet sie hin auf eine Ästhetik, auf eine Aussage, auf ein Gefühl, etwas, das man eben nicht in einem Text sagen könnte, denn sonst müsste man kein Stück machen. Verdichtet es so, dass Menschen es verstehen, und zwar im Herzen. Herr Peimann, können Sie mit dieser Theatertheorie à la Weißmann leben? Ich höre Ihnen sehr gerne zu, das ist gescheit, was Sie sagen. Aber ich möchte, macht mich auch nachdenklich, aber ich möchte jetzt nochmal eine Art Polemik starten, weil ich sage jetzt einfach mal, mir kommt irgendwie Internet vor als sozusagen das Kommunikationssystem der Einsamkeit. Das heißt, obwohl so wahnsinnig viel geredet wird und wenn ich das dann so sehe, wenn dann so über Aufführungen diskutiert wird, Dieter hat gemeint, gestern war es doch gut und dann meldet sich Irene, die fand es aber auch wieder ganz beschissen und das und das und da wird immer so, da gibt es ja ganze Orgien, manche treten auch unter meinem Namen auf und erzählen, was ich dazu meine. Also ich gucke mir das alles immer nicht an, weil ich das auch gar nicht kann, aber ich kriege das immer, wird mir immer auf den Tisch gelegt, was da wieder los war. Und es amüsiert mich dann. Aber ich habe trotz dieser ganz gewaltigen Anstrengung der sogenannten Kommunikation und des Austauschs, das habe ich immer das Gefühl, wenn man im Flugzeug sitzt, da weniger, aber im Zug sitzt, überall sitzen die Leute vor dieser kleinen Platte und schicken ununterbrochen ihre Botschaften in die Welt, teilweise ganz kommerziell, die Schlagersänger oder die Politiker, die dann ihren Tageslauf schildern, dass sie gestern schon wieder einen Erfolg hatten und so weiter und so weiter, was früher Tagebücher waren, die dann posthum veröffentlicht wurden, zum Beispiel von Thomas Mann. Aber ich habe polemisch gesagt, das Gefühl, dass eigentlich zu dieser Gesellschaft, die keine Großfamilie mehr zulässt, die einen Wohnungsbau fördert, eigentlich der Singles, der bestenfalls der Pärchen, die praktisch die Alten
in schablonisierte Altersheime schickt, die Kinder in schablonisierte Kindertagesstätten schickt, dass dafür dieses Medium praktisch ein Medium der Einsamkeit ist, obwohl es genau das Gegenteil behauptet, nämlich kommunikativ zu sein. Und es ist in der Tat eine Dauerkommunikation, bei der nichts rauskommt. Bei uns im Theater ist es so, dass die sogar schon Botschaften von der Dramaturgie an die Presseabteilung schicken. Aber sie wissen gar nicht, wie der aussieht in so einem kleinen Laden wie das Berliner Ensemble, bei dem ich ja Intendant bin. Selbst da sind schon diese absurden, hast du denn mit ihm geredet? Was hat er denn für ein Gesicht gemacht? Das interessiert keinen mehr, was Sie auch vorhin sagten. Also mir kommt vor, als wenn das Internet die passende Erfindung zu unserer Zeit ist, eigentlich eine Kommunikation der Einsamkeit. Natürlich ist das eine Revolution. Es ist eine Revolution wie die Buchdruckkunst. Wobei übrigens die letzte Krise war nicht des Theaters, war nicht der Film, sondern die letzte Krise war das Fernsehen. Und der Schrecken des heutigen Theaters ist ja die ununterbrochene Affirmation zum Fernsehen. Das ist ja das Grauen, warum im Theater jetzt ununterbrochen diese scheiß Videos gezeigt werden. Dieser ganze Blödsinn, dieser ganze Quatsch, der das Wesentlichste am Theater, nämlich den großen Schauspieler und die großen Geschichten und das eigene Zeitmaß. Das Theater hat Zeit. Das Theater hat heute Abend 4,5 Stunden Zeit für die Aufführung, die heute auf dem Theatertreffen läuft. Und eben nicht die hastigen, weggeschluckten 60 Minuten wie im Fernsehen, sondern das Theater stellt ein eigenes Zeitmaß dar. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Nicht diese Hektik, dass man überall dabei ist und nichts erlebt hat, sondern das Theater fordert ein eigenes Maß heraus und alles, was im Moment in diese Richtung assimiliert wird zum Videoclip, zum Fernsehen und so, dieser ganze Quatsch, dass wenn das große Gefühl in einer Aufführung stattzufinden hätte, dann wird irgend so ein kleiner Videofilm eingespielt und dazu die entsprechende Popmusik. Das ist sozusagen ein Vergehen an dem eigentlichen einmaligen Wert des Theaters, das seit Euripides besteht und immer auch gleich stark geblieben ist. Also das finde ich, darauf lege ich Wert, das einfach nochmal festzuhalten, dass das eine ganz wesentliche Sache ist. Das mit der Polemik ist mir jetzt nicht so ganz geglückt, aber vielleicht haben Sie es zumindest gespürt, was ich meine. Ja. Also ohne gegen Pluralismus im Theater zu sein, stimme ich dem letzten Teil zu. Ich finde es auch wichtig, dass wir gerade heute Räume brauchen, auch gesellschaftliche und kulturelle Räume, in denen wir uns mal zurücklehnen können und in denen wir uns mal 4,5 Stunden in der Dunkelheit etwas ansehen, und zwar in Ruhe. Denn ganz ehrlich, sonst drehen wir auch alle am Rad, und das sage ich als Psychologin. Wir müssen, uns darf die Fähigkeit nicht abhanden kommen, etwas länger zuzuhören und unsere Aufmerksamkeit länger auf eine Sache zu richten. Sonst zerstören wir uns selbst den gesellschaftlichen Diskurs dadurch, dass wir immer schneller, immer kürzere Informationen brauchen. Andererseits möchte ich aber Ihrer Polemik widersprechen, in der Tat. Es ist eine sehr viel zitierte Kritik am Internet, dass wir viel kommunizieren, dabei aber immer allein sind. Ich denke, das ist eine Frage dessen, wie firm man mit dem Internet ist und wie man die Kommunikation enkodiert. Ich meine, jede Form von Kommunikation ist Code. Ja, ich kodiere etwas in Schallwellen und Sie empfangen das und Sie verstehen das, weil Sie kennen den Code. Sie haben ihn von klein auf gelernt. Ich habe von klein auf neben ein paar Codes wie verschiedene Sprachen auch den Code der digitalen Kommunikation gelernt. Dadurch empfinde ich dieses Starren ins Smartphone als sinnhafte und emotionserfüllte Unterhaltung. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber stellen Sie sich vor, ich bin nach einem verregneten Tag, ich bin nass geworden, ich habe 2 schwere Koffer in den Zug geschleppt. Der Zug hat 1 Stunde Verspätung angekündigt, das Bordrestaurant ist zu und ich möchte eigentlich nicht mehr leben. Und dann bekomme ich von meinem Verlobten einfach nur ein Ad und eine eckige Klammer auf und 3 Striche. Und das sieht aus wie eine Rose, so ein bisschen mit etwas Fantasie. Und ich weiß, er schickt mir gerade eine Rose. Und ich dekodiere sozusagen daraus, er hat gerade an mich gedacht. Er möchte, dass es mir gut geht. Er möchte mir ein Lächeln auf die Lippen zeigen. Er schickt mir eine Rose. Das erfüllt mich mit Emotionen. Ich starre für den Mann neben mir im ICE, starre ich auf ein Display und werde plötzlich so... Also
sagt Peimann, man muss ein bisschen firm sein im Umgang damit. Liegt es daran? Liegt es daran? Meinen Sie, es gibt für Sie eine Möglichkeit, da noch was anderes zu entdecken? Vorher haben Sie gerade so berichtet, bei dieser Republika waren Sie sehr angetan. Da hatten Sie so eine Ahnung davon, da könnte was sein. Was könnte da sein? Naja, das ist, ich sagte ja schon, ich habe wenig Verstand. Ich bin in diesen Bühnen gewesen, die da Stage heißen, und habe dann gestaunt, dass da wahrscheinlich so 2000 Leute sitzen und saßen die alle alleine und haben in ihre Kästchen geguckt? Nein, die haben zugehört. Es hat mich dann, das ist aber jetzt wirklich eine Randbemerkung, obwohl es vielleicht darauf auch eine Antwort gibt oder eine Antwort von Ihnen gibt. Ich war mit unserer Geschäftsführerin unterwegs und habe die immer gefragt, wer verdient jetzt eigentlich daran? Wer bezahlt das? Warum machen die das? Da waren dazwischen, das waren immer so unkonventionelle, so 30-jährige, schicke Mädchen, saloppe Jungs. Dazwischen waren aber dann immer auch so Geschäftsleute im schwarzen Anzug mit Krawatte. Es parkten noch ein paar anständige Autos da draußen, Cabriolets. Und ich habe immer gefragt, erst habe ich gedacht, da will was nicht, irgendeine Firma will neue Geräte verkaufen. Ich hatte dann plötzlich das Gefühl, es sind Vertreter teilweise, die da reden. Was sind diese Wunderverdiener, die etwas entdecken und dann das verkaufen und dann haben sie eine Million und setzen sich zur Ruhe? Wer macht sein Geschäft mit Internet? Das ist ja nicht eine ganz freischwebende, wahrscheinlich. Denn ich meine, so eine Messe, sag ich mal, wie die ich da gestern besucht habe, die kostet ja viel Geld, die kostet Miete, sind wahnsinnig viele Leute, die da arbeiten. Es ist eine massive Logistik, die da ist. Wer macht sein Geschäft damit? Und wie funktioniert das Geschäft? Funktioniert das nur durch die Anzeigen, die eingeschaltet werden in so bestimmten Communities? Also ich fange jetzt auch schon an mit diesen Dingern. Also in bestimmten Communities. Es muss ja irgendjemand finanzieren. Die Republika kostet ja sicher, ich sag mal, 15 Millionen. Fragen wir mal, Frau Weißmann, ob sie zufällig weiß, Sie müssen jetzt nicht darauf natürlich antworten. Ich verdiene das alles. Kommt alles zu mir direkt in die Tasche. Nein, diese schwarzen Bändchen hier, die haben wir geschenkt bekommen. Transparenz von der Böll-Stiftung. Und die kosten aber in Wirklichkeit schon eine wahnsinnige Stange Geld. Und von diesem Geld wird eben auch die Republika finanziert. Optimalerweise, wenn wir von wirklichen Netzwerken sprechen. Man muss dazu sagen, und es gibt Firmensponsoren tatsächlich. Und, und es gibt tatsächlich auch Sponsoren, das stimmt. Ich habe mich da jetzt allerdings überhaupt nicht eingearbeitet. Das war auch mein erstes Mal auf der Republika heute. Deswegen, also ich war aber viel auf Veranstaltungen, die so ähnlich sind. Und ich sag mal, die natürlichsten und echtesten solchen Veranstaltungen, wo es wirklich um Netzwerke geht und wo auch Netzwerk stattfindet live, die finanzieren sich im Optimalfall selbst. Die kleinsten sind ja damals entstanden komplett ohne Sponsoren. Da haben Leute einfach zusammengelegt und sich getroffen zu billigsten Bedingungen. Die ersten Republikas hatten noch überhaupt kein Internetzugang die hatten auch also sehr, sehr wenig Struktur. Auf so Konferenzen, wo man einfach dann unter sich auch den Tagesplan ausgemacht hat. Und zwar mit Markern auf Blättern, die dann auf so einen Zeitplan geklebt wurden. Es geht, glaube ich, wenn wir von Netzen sprechen, darum, dass niemand die Herrschaft über diese Netze in der Hand halten darf. Es gibt im Moment Leute, die das tun. Die Telekom zum Beispiel hat nun mal die Infrastruktur inne. Und das wird jetzt gerade zum Problem, weil die angekündigt hat, übrigens den Firmen, die etwas nicht bezahlen, die uns kein Schmiergeld zahlen, den drosseln wir einfach den Verkehr nach einer Weile. Und das sorgt im Moment völlig berechtigt für viel Aufsehen. Denn wenn wir das Netz als politischen Raum begreifen, dann dürfen weder einzelne Firmen noch die Politik, die Regierung, etwas daran regulieren, wer welche Daten wie schnell an wen versenden darf. Sondern dann müssen alle Daten auch tatsächlich die gleiche Möglichkeit haben. Und das Gleiche natürlich auch mit den Veranstaltungen, wo dann die Zukunft dieses Netzes gemacht wird. Auch da darf es niemanden geben, der allein sozusagen reguliert, filtert, Leute zulässt, Leute weglässt und so weiter.
Also Herr Peymann, Sie sehen, es gibt Netzpolitik hier offenkundig auch rund um die Republika. Es gibt Debatten darum, wie demokratisiert der Zugang sein kann, ob eine Telekom, auch Drosselcom, beschimpft mittlerweile, das stärker regulieren darf aus kommerziellen Interessen. Da tut sich etwas in einem demokratischen Netzbereich. Hat all das irgend mit Theater zu tun? Interessiert Sie sowas? Also, ich komme mir dann schon ganz schön alt vor, verstehen Sie? Ich werde ja automatisch zum Methusalem oder zum Mammut, ja. Ob mich das interessiert? Ja, es hat mich gefälligst zu interessieren, natürlich. Aber unheimlich ist es mir schon, verstehen Sie? Ich habe ja Ihr Buch gelesen und habe mich gefreut als älterer Mensch über Ihre Naivität und Ihre Gutgläubigkeit, die ich auch mal hatte und vielleicht auch teilweise noch habe. Die Theaterleute sollten ja unsere Kindheitsträume in der Tasche tragen, hat der frühere Intendant dieses Theaters, Max Reinhardt, mal gesagt. Wenn Sie sagen, es sollen alle Menschen glücklicher werden, also als Ihr persönliches Credo, das ist der Sinn der Politik, möglichst viele Menschen glücklich zu machen, dann sind wir vollständig einer Meinung. Sie gehen dann an Ihren Computer, ich gehe in mein Theater. Wenn man das vereinfacht, dann könnte man sagen, das Internet ist gut, wenn es gute Leute machen. Und die Botschaft vom Internet ist toll, wenn es gute Leute machen. Jetzt ist die Frage, glauben wir an die guten Leute? Oder wie ist es, wenn es in falsche Hände gerät? Oder ist es schon oft in falschen Händen? In der persönlichen Denunziation, dass irgendjemand irgendwas aussendet und schon ist der Lehrer ruiniert, weil er angeblich dem Jungen zwischen die Beine gefasst hat oder dem Mädchen. Das stimmt aber gar nicht. Dann ist der Trick, der trotzdem den Stempel des Päderasten mit sich und bringt sich möglicherweise um oder verzweifelt oder wird entlassen. Also so immer die Frage, in wessen Hände es fällt. Und ob es mich interessiert. Ich weiß, es ist schon die Blockade, die technische Blockade sitzt davor. Ich kann ja nicht meine Heizung zu Hause anwerfen. Selbst dafür muss der Monteur kommen, weil plötzlich um 6:30 kein heißes Wasser mehr kommt, weil ich einfach diese Kurve nicht hinkriege. Ich habe auch keinen Führerschein. Ich meine, muss ich mit meinen Geständnissen jetzt noch weitergehen? Also ich leide unter dieser, verstehen Sie, ich sage mal so, wir haben eine Aufführung bei uns im Theater, das heißt Achandrues. Das ist im Grunde eine verhältnismäßig langweilige Geschichte, von Peter Handke geschrieben. Wir spielen das auf der Probebühne und das wird auch, Nachtkritik wird da sicher wieder wie üblich, wie praktisch immer, eigentlich nur, seitdem es Nachtkritik geht. Ich bin auch deswegen hierher gekommen, weil ich mal die Frau Slefo kennenlernen wollte. Man hat mich massiv gewarnt. Und ich habe gesagt, vielleicht kriege ich sie auf meine Seite. Die Hoffnung habe ich natürlich schon wieder fast aufgegeben. Aber da ist also eine Aufführung, wo zwei Schauspieler, die Sylvie Rohrer und der Rüdiger Vogler, die sitzen da auf zwei Stühlen auf so einer gelblichen Bühne und es steht noch ein Blumenstrauß da. Und die unterhalten sich, die führen ein Gespräch. Vielleicht sind es Eheleute, vielleicht ist es auch nur eine alte Freundschaft, die wirklich nur noch in der Erinnerung besteht. Und manche Leute gehen da rein und sagen, ja, so ein Gespräch würde ich gerne mal wieder führen. Die sitzen da und reden 1,5 Stunden und führen ein Gespräch. Und mit der ganzen Länge und mit der poetischen Verlorenheit von Peter Handke und seiner Manie, allem, der ist ja nun noch konservativer, wenn ich mal so sagen darf, als ich. Der haut mir welche rum, wenn ich da irgendwie auch nur sage, wo ich heute Abend gewesen bin, wenn ich ihn morgen früh anrufe. Aber das ist ein Gespräch unter zwei Menschen, über alles, über ihr Leben, über die gescheiterte Liebe, über sein Forschen ihrer Sexualität und umgekehrt. Ja, so ein Gespräch wünscht man sich. Das ist die Antithese. Dieses Gespräch ist bei allen Fickgeschichten im Internet und allen Verabredungen. Ich habe einen Monteur, der hat gesagt, ich habe meine Frau übers Internet verloren. Die hat sich immer tagsüber dann getroffen mit einem, den er hat sie im Internet kennengelernt.
Also entgegen dieser ganzen Industrialisierung und Anonymität, dieser Chatroom-Internet, ist dieses, in dem dauernd über Liebe und möglicherweise auch über gezeichnete Rosen, also ich finde es eine schöne Geschichte, dass er das so gemacht hat, dass man das kann, aber dieses Gespräch unter Menschen, das direkte Gespräch, das kann das Internet nicht und wird es nicht können und kann es auch nicht ersetzen. Ja. Cut, das kann das Internet nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich wirklich gespannt. Dieses direkte Gespräch unter Menschen, das kann das Internet nicht. Frau Weisband. Doch kann es. Ich habe es mehrfach geführt im Selbstversuch und tatsächlich, also ich meine, da ist eine alte Freundschaft oder ein Ehepaar. Mit einem alten Freund oder einem Ehepartner kann ich genauso sinnvoll chatten, wie ich reden kann. Obwohl natürlich das Reden um Gottes Willen selbstverständlich sinnvoll ist und immer notwendig sein wird. Aber das stellt ja auch keiner in Frage. Ich sage ja auch nicht, lasst uns das Internet einführen und dann reden wir alle nicht mehr miteinander. Es gibt richtige Werkzeuge und richtige Medien für richtige und falsche Situationen. Ja, so ein langes Gespräch wünscht man sich, möchte man gerne mal führen, mit jemandem, der einem auch zuhört und etwas erwidert. Aber so können wir zum Beispiel keine Demokratie machen. Was soll sich die Kanzlerin mit jedem Einzelnen für ein stundenlanges Gespräch hinsetzen? Nein, wir brauchen etwas, das skalierbar ist. Das heißt, das mit beliebig vielen Menschen funktioniert. Und da stoßen wir an unsere Grenzen, wenn wir von persönlichen Gesprächen reden. Und da kommt das Internet. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Interessiert Sie das Thema Netzneutralität? Ja, tut es. Es interessiert Sie deshalb, weil Sie sagen, ich möchte nicht, dass das Internet in falsche Hände gerät. Ich möchte, dass gute Menschen es benutzen. Ich möchte aber nicht, dass schlechte Menschen es benutzen. So, jetzt sind aber weder Sie noch ich Gott und wir entscheiden auch nicht, wer gut und wer böse ist. Das heißt, wir möchten einfach nur nicht, dass wenige Menschen, die möglicherweise böse sein könnten, die Kontrolle über das Internet haben. Wir möchten, dass es möglichst alle gleich benutzen können, dass jeder senden kann. Und dort ist dann das Böseste aus der menschlichen Seele nur einen Klick entfernt zu dem Besten und Kreativsten, das wir aufbieten können. Und das ist der Zustand, den wir haben wollen. Denn wir können nicht filtern, sodass wir nur das Gute haben. Das heißt, ja, Sie interessieren sich für Netzneutralität. Und wenn Sie sagen, das Internet ist so gut wie die Menschen, die es machen. Ja, 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 völlig, völlig richtig. Absolut großartige, zentrale Aussage, die leider viele Internet-Nerds überhaupt nicht verstanden haben. Aber wie machen wir das? Deswegen bin ich ein Fan eben von Bildung, von politischer Bildung. Ich möchte, was ist ein guter Mensch für mich in der Politik? Ein guter Mensch in der Politik ist einer, der kennt die Konsequenzen von Handlungen und Ereignissen. Der kann die Konsequenzen seines Handelns gut verstehen, weil er die Zusammenhänge versteht. Der trifft überlegte Entscheidungen. Das ist für mich ein guter Mensch in der Politik. Und solche guten Menschen erreichen wir ausschließlich, indem wir sie bilden. Und da sind wieder Sie gefragt. Denn bilden können wir Menschen auch nicht ausschließlich über das Netz. Bildung ist eben auch zum Teil, das ist Gott sei Dank nicht mehr so radikal wie früher, aber Bildung ist zum Teil eben auch ein Sendungsprozess. Und dieser Sendungsprozess, den brauchen wir. Und den brauchen wir eben auch unter anderem über das Theater. Sie müssen, geehrter Herr Intendant, nicht sofort auf die moralische Anstalt Theater eingehen. Dürfen Sie aber bald. Ich wollte nur fragen, ich glaube, es wurden kleine Kärtchen verteilt, die Möglichkeit für Sie auch in dieser Bildungsanstalt mit teilzuhaben und Fragen da aufzuschreiben, nicht mehr als zwittrige 140 Zeichen, versteht sich. Diese Blätter, Frau Sleevogt hält das gerade hoch, im Zweifel sitzen Sie drauf. Diese Blätter gestatten es Ihnen, eine Frage aufzuschreiben, die von den NachtkritikerInnen und Heinrich-Böll-Stiftlerinnen dann eingesammelt werden und die dann hier auf dem Podium gegebenenfalls beantwortet werden. Oder auch nicht, ich verspreche Ihnen gar nichts. Herr Peimann, was meinen Sie?
online. Das wird möglicherweise im Nachgang, falls Herr Peymann gerne möchte, auch von ihm digital beantwortet. Aber jetzt, geschätzter Herr Peymann, die Nachfrage, was sagen Sie denn zu dem, was Frau Weisband Ihnen da fürs Theater zuschiebt? Also Sie sollen jetzt jedenfalls senden, bilden, politisch bilden und da dafür sorgen, dass diese Netzgemeinde noch was anderes vermittelt bekommt als das Medium der Einsamkeit, wie Sie es vorher nannten. Naja, das Theater ist ja keine Volkshochschule und auch keine Bundeszentrale für politische Bildung, sondern das Theater funktioniert ja auf einer völlig anderen Struktur. Das Theater vermittelt Erlebnisse. Man kann auch sagen, erzeugt Feste. Es ist ja nicht so, dass das Theater Bildung im Sinne eines Volkshochschulkurses vermittelt, sondern das Theater erzeugt Erlebnisse, um es mal kühn zu sagen, das Theater ist ja auch eine Art Religion, und zwar insofern, wenn in der katholischen Kirche dieser entscheidende Moment ist, wo sich der Wein in Blut verwandelt, dieser heilige Augenblick, wo plötzlich Stille herrscht und Feierlichkeit, weil die Leute, die unten sitzen, also die Zuschauer und der vorne steht, nämlich der Priester, das glauben. Und dieser sogenannte Verwandlungs- oder Wandlungsprozess ist ja ein heiliger Augenblick. Und dieser heilige Augenblick, der entsteht praktisch immer wieder am Theater. Wir haben eine ganz ähnliche Situation wie die Messe. Wenn die Grusche im kaukasischen Kreidekreis von Brecht am Ende vor die Frage gestellt wird, wem gehört das Kind? Und der Richter Asdak sagt, na, das können wir doch ganz einfach lösen. Die eine, das ist dann die wirkliche Mutter, die leibliche, die zieht an der anderen Seite und die Magd, die das Kind durch den Krieg gezogen hat, also nicht die wirkliche, aber die eigentliche Mutter, die sollen einfach so lange an dem Kind ziehen und wer dann sozusagen am kräftigsten ziehen kann, also das Kind im Grunde zerreißt, das ist dann die Mutter. Und jetzt wird das Kommando gegeben und dann fangen sie an zu reißen. Und natürlich lässt die Magd sofort los, weil sie ihrem Kind nicht wehtun will. Und die Mutter, die das Kind schmählich verlassen hat, reißt ihr Kind an sich und glaubt, sie hat gewonnen. Das ist die Stelle der Wandlung, wo die Zuschauer alle genauso sind wie Grusche. Sie sind so gut, sie sind verwandelt, sie wandeln sich wie der Wein zum Blut. Verwandeln sich alle Zuschauer, die größten Arschlöcher, Nazis, Pederasten und die ihre Kinder quälen, verwandeln sich alle für diesen einen kurzen Augenblick in gute Menschen. Sie werden alle zu Grusche. Grusche hat recht. Jeder ist so wie Grusche. Sie gehen raus aus dem Theater, sie sind hier kaum die Reinhardtstraße oder was weiß ich, den Schiffbaudamm hochgegangen und sind schon wieder die gleichen Arschlöcher wie vorher. Aber dieser Moment ist der heilige Moment des Theaters. Darüber funktioniert für einen großen Augenblick die Veränderung der Menschen. Das heißt, das Theater kann die Menschen für diesen Augenblick verändern. Eine weitere Verwandlung oder Vermittlung kann das Theater zunächst nicht. Jetzt sage ich mal etwas anderes, das führt scheinbar vom Thema ab. Die ist auch gerade nicht da, die Sleevogt. Man müsste ja annehmen, die hört aber zu von da man hinten, müsste ja annehmen, dass diejenigen, die jetzt dauernd im Theater sind und dauernd diesen heiligen Moment erleben, wie Frau Sleevogt, besonders gute Menschen sind. Ich kann Ihnen bestätigen, das ist nicht der Fall. Den schlechtesten Charakter unserer Besucher haben nach wie vor die Theaterkritiker, die diesen heiligen Augenblick ununterbrochen erleben. So geht das im Theater. Trotzdem ist es so, dass die Wirkung des Theaters auch auf diese Leute, auch wahrscheinlich auf Frau Sleevogt, nachhaltig ist. Das heißt, wenn man sich überprüft, gibt es immer wieder im Leben Momente, aus denen wir uns entwickelt haben. Das kann ein schönes Gedicht gewesen sein am Heiligabend, das kann ein Bach-Choral, das kann eine Mozart-Oper, das kann ein schönes Bild, eine Postkarte gewesen sein, die uns sozusagen immer wieder durch Kunst bestimmte Erweiterungen, Bildungen,
Bildungen vermitteln. So geht das Theater. Das Theater geht nicht, wie wir das manchmal dachten, Peter Weiß, Bertolt Brecht, Rolf Hochhuth und andere, dass wir sozusagen den Schulfunk dramatisieren. Das Theater ist eine seelische und eine Herzensbildung. Und das ist das, worüber dieser Auftrag, den Sie uns dazu schieben, zu dem ich mich natürlich auch bekenne, und das macht mich auch teilweise so lächerlich in dieser modernen Zeit, dass ich immer noch an die Verbesserung der Welt und an die Verbesserung der Menschen glaube, an die Veredelung der Menschen als Weltverbesserer. Das ist ja heute nicht mehr angesagt. Die heutige Grundhaltung ist ja eher der Zynismus oder der Pessimismus oder der Egoismus und nicht das sogenannte Gutmenschentum. Es hat mich gerührt, dass die Kessmann neulich gesagt hat, sie begreift gar nicht, wieso dass der Begriff Gutmenschentum so diskreditiert ist. Ich verstehe es eigentlich auch nicht. Sie sagt, das ist ja heute, ist ja, wenn du sagst, du bist der Palmer, du bist ein Gutmensch. Das wird als eine der größten Beschimpfungen angesehen. Ich habe immer gedacht, das wäre eine Auszeichnung. Aber so ist es halt nicht. Also so vorsichtig muss man, glaube ich, mit dem Auftrag, den Sie uns, so verstehe ich ihn zumindest, so funktioniert das und eben nicht durch Unterrichtung, sondern der Prozess ist erheblich sensibler. Auch wenn Sie Bilder anschauen oder wenn der Barnbäum guten Tag hat oder Simon Rattle, der hat ja fast nur gute Tage, wenn Sie da, also das Hören, das entwickelt uns, das ist die nachhaltige Wirkung, die Erziehung zur Schönheit und eben vielleicht zum Besseren, nicht? Herzlichen Dank, Herr Peimann. Das ist für mich eine grandiose Überleitung für das, was ich Sie nämlich jetzt fragen möchte. Sie haben gegen den reinen Bildungsauftrag im Grunde ins Feld geführt, dass es sich auch um eine Kunstform handelt beim Theater. Dass das Theater noch etwas anderes bedeutet und einen anderen Anspruch in sich gleichzeitig trägt. Wenn man Netzaktivismus betrachtet, dann wirkt der manchmal relativ kunstfern. Nicht, dass es im Netz keine Kunst gäbe. Aber Netzaktivismus wirkt oft so etwas, ja, fast läppisch. Also wenn man die Republika anguckt, das ist jetzt vielleicht nicht der Netzaktivismus schlechthin, so ein nettes Babyblau am Eingang und nette Zeichnungen und dergleichen. Netzaktivismus, aber auch in seiner organisierten Form tatsächlich als Aktivismus, hat selten etwas Künstlerisches an sich. Sie sind selbst auch eine Frau, die zeichnet, deren Zeichnungen noch ausgestellt wurden. Wie reibt sich das für Sie oder geht das zusammen, die Netzwelt, der Netzaktivismus und Ihre künstlerische Passion? Ich bewundere die Naivität, mit der Sie die farbliche Gestaltung von Tagungsräumen als Kunst bewerten. Ich glaube wirklich, dass es sehr unterschätzt wird. Ich meine, wo ist die Grenze, wenn ich sehe Kunst, Installationskunst, Aktionskunst, Protestaktionen, Demonstrationen mit irgendwelchen erfindungsreichen Protestaktionen. Wenn ich mir so die Piratenaktionen ansehe, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, als wir noch klein waren und niemand sich für uns interessiert hat und wir uns noch getraut haben, so richtig komische Dinge zu reißen, da war sehr, sehr viel dabei, dass ich auch schon als, ja, also Kunst, Nicht-Kunst, die Grenzen sind eben schwimmend in den politischen Aktivismus hinein, in Aktivismus generell hinein. Die Ausgestaltung von Postern, die Findung von Sprüchen auf Postern, das Entwickeln von Demonstrationsrufen, die aus vielen Kehlen gleichzeitig erschallen und immer wieder irgendwelche kreativen Aktionen, die auch Aufmerksamkeit lenken sollen auf ein Thema, die ein Bewusstsein schaffen sollen für ein Thema. Ich weiß nicht mehr, wo wir es hatten, wo wir mit Kreide so Umrandungen von Leichen gemacht haben. Das aus irgendeinem Grund mit Elena zu tun hatte, mit dem System, aber ich weiß es nicht mehr warum. Es war eine Mahnwache. Und also insofern doch, das ist durchaus künstlerisch und auch im Netz findet eine sehr interessante Kultur statt, nämlich weil es eine offene und sehr, sehr freie Kultur des Remixes ist. In das Netz, da passiert das wahnsinnig schnell. Wir finden eine Sache. Wir finden die irgendwie cool. Irgendjemand findet sie irgendwie cool. Und er macht eine neue, zweite Sache daraus. Und die verbreitet sich schlagartig. Und dann wird sie immer wieder modifiziert und sie tritt in hunderttausenden Facetten auf. Immer wieder ein bisschen anders. Das ist das, was wir ein Meme nennen. Wir schaffen sozusagen Kunst, indem wir Fremdes nehmen und es in unserem Sinne ein bisschen abwandeln und es weiter verbreiten.
Und das. Herr Peimann hört mit, ob das der neue künstlerische Prozess, der neue. Was heißt neuer künstlerischer Prozess? Warum brauchen wir einen neuen künstlerischen Prozess? Es ist eben ein zusätzlicher künstlerischer Prozess, der durch seine Niedrigschwelligkeit eben erst jetzt möglich geworden ist. Das heißt, er kommt noch hinzu in das Konglomerat der anderen künstlerischen Prozesse, die überhaupt niemand antastet und die nach wie vor wichtig sind. Wir sprachen gerade über den reinen Bildungsgehalt. Das ist es halt. Natürlich kann man im Internet eher dieses schulische Ding machen. Wir haben da Informationen. Aber was Information zur Aufnahme immer fehlt, ist das Erleben, ist die Emotion. Und das ist das, wofür wir Kunst brauchen. Und das ist das, warum wir auch im Aktivismus nie um Kunst und um Ästhetik drumherum kommen. Denn es sind emotionale Prozesse, die uns erst etwas begreifen machen. Ich habe die Shoah an der Schule, ich glaube, 4-mal durchgenommen. 4-mal. Und obschon ich aus einer jüdischen Familie stamme, langweilte mich dieser Unterricht irgendwann. Ich sage das ganz vorsichtig, aber ich weiß, dass es vielen auch so ging. Es langweilte mich, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Der tatsächliche Moment war für mich, als ich in der Ukraine war, im Museum des Großen Vaterländischen Kriegs. Und der ist im Sockel einer riesigen Statue. Und da geht man rein und da sind einfach Dinge ausgestellt. Und zwar in einer Form ausgestellt und dargeboten, dass man sie sieht, dass man drin ist und dass man sie versteht. Und es ist nicht viel, es sind nicht viele Jahreszahlen, es sind nicht viele beschreibende Texte, es sind einfach nur diese Dinge. Und ich weiß noch, dass ich da rauskam und ich konnte nur schweigen. Und ich habe für den Rest des Tages geschwiegen, ich konnte nichts sagen. Und erst da kam der Moment, wo ich wirklich auch nur annähernd begonnen habe zu begreifen, was das war. Und da, also so ziemlich jedes Mal, wenn ich an die Geschichte zurückdenke, jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, ah, die Muslime, die ziehen ja alle hin und dann sind die so und so, ja, fühle ich mich jetzt daran erinnert. Während andere Leute das aus irgendeinem Grund als etwas völlig anderes empfinden, weil es ja jetzt Muslime sind. Das ist ja jetzt auch kein Problem. Und also diese ersten Vorstufen, nehme ich, glaube ich, sensibler wahr seitdem. Generell Hass gegen Menschen irgendeiner Art, ohne Vorinformation, nehme ich sehr, sehr viel sensibler wahr, weil ich dieses erlebt habe und nicht oder weniger, weil ich die Fakten in der Schule gelernt habe. Und wir brauchen beides. Wir brauchen die freie, ungefilterte Information, wie sie übers Internet kommt, aber wir brauchen eben auch etwas, das uns als Menschen, als fühlenden Wesen, als Wesen, die sehr sorgsam wählen, welche Informationen sie aufnehmen und welche nicht, weil sie nicht so viel Kapazität haben, brauchen wir jemanden, der uns die wichtigsten Informationen zugänglich macht. Sie hat im Grunde diesen Punkt der Wandlung, wie Sie ihn aus der Messe fürs Theater reklamiert haben, beschrieben, diese kathartische Wirkung. Glauben Sie, dass Ihre Theaterform mit dem Netz irgendwas anfangen kann? Ich frage es jetzt wirklich. Im Prinzip haben Sie das ja schon mal gefragt. Also das habe ich ja schon mal nicht beantworten können, tatsächlich. Ich meine, es gibt so, vielleicht passt das auch noch so irgendwie hier rein, die Elfriede Jelinek, mit der ich ja in meiner Wiener Zeit, also berühmte Schriftstellerin, Nobelpreisträgerin, mit der ich in der Wiener Zeit ziemlich durch dick und dünn gegangen bin. Also zeitweilig auch mit einer Schläfe. Wir haben viele Stücke von ihr gemacht. Und was sie in den letzten Jahren so an Theaterstücken schreibt, gefällt mir überhaupt nicht mehr. Aber das ist dann auch meine Geschichte mit Elfriede Jelinek. Aber die schreibt zum Beispiel oder hat einen Roman gar nicht mehr als Buch erscheinen lassen, sondern hat das praktisch direkt ins, wie Sie sagen, ins Netz gegeben. Und ich weiß nicht, was jetzt, ich habe das dann nicht verfolgen, aus technischen Gründen nicht verfolgen können, aber da sehen Sie ja so eine Mischform, den Versuch einer bedeutenden und von mir über viele Jahrzehnte wirklich sehr geliebten Schriftstellerin, die sich auch in große persönliche Gefahr begibt. Ich sehe die Jelinek immer sich aussetzen, dem ganzen Schrecken der Zeit, wie kaum eine sich sozusagen bloßstellt bis zur persönlichen Bedrohung ihrer Seele oder ihrer Psyche und sich wirklich in Gefahr bringt in ihrem Schreiben und diesen ganzen Schmutz und die Bedrohung und Aggression der Welt aufnimmt und wieder rausspeit. Daher schreibt sie auch Stücke, die unmittelbare Ereignisse haben. Sie wird doch sicher ein Stück über den Münchner Prozess schreiben oder hat es schon geschrieben. Ich komme schon gar nicht mehr nach im Lesen der Stücke von Elfriede Jelinek. Aber die hat den Versuch unternommen, das Netz
für Ihre literarische Arbeit zu nutzen, indem Sie sagen, ich will gar kein Buch mehr schreiben. Ich will es gar nicht an den Rowohlt Verlag geben, dass die das publizieren. Nein, ich schreibe das direkt, wie Sie sagen, an die User. Ich sage mal an meine Leser. Die User als Leser im Internet. Da haben Sie so eine Zwischenform. Ich spiele Ihnen gewissermaßen einen Ball zu, wo das benutzt wird, sozusagen als Multiplikator. Der Brief der Schriftstellerin Friede Jelinek wird nicht mehr per Rowohlt und Roman verschickt. Literatur und Romane sind ja Briefe, lange Briefe, bis zu 8 Bände auf der Suche nach der verlorenen Zeit, die der Schriftsteller an seine Leser schickt. Und sie nimmt als einzige dieses Forum, dieses Millionenpublikum, hoffentlich sind es so viele, hoffentlich sind es nicht nur die 10.000, die auch ein Jelinek-Buch gekauft haben. Ich fürchte fast, das könnte auch sein. Aber die nutzt das so aus, also ein Punkt für Sie, wenn Sie so wollen, wenn Sie gestatten. Wir kommen gleich zu den Fragen aus dem Publikum. Frau Weißband, ich glaube, dieses Buch gibt es auch im Internet. Wir nennen es Politik, ist nicht nur Hardcover erschienen. Nein, es ist auch als E-Book. Das war jetzt nicht verabredet, das ist... Ich nutze diese Plattform auch wirklich sehr ungern für Werbung und das war auch nicht... egal. Ja, es ist halt auch als E-Book erschienen und ich habe das damals auch als E-Book, weil ich halt gesagt habe, ich will keine Kontrollen im Internet. Und digitale Bücher erscheinen eben oft mit einem Kopierschutz, was ich persönlich sehr hasse, weil ich sehr viel lese und ich lese eben oft auch geliehene Sachen, weil ich mir das gar nicht leisten kann, alle Bücher zu lesen. Und wenn etwas kopiergeschützt ist, kann ich es nicht verleihen und ich kann es mir auch nicht ausleihen. Und sogar, wenn ich es kaufe und einfach nur es auf meinem Telefon und auf meinem E-Book-Reader lesen will, dann kann ich das schon nicht, weil es kopiergeschützt ist. Das heißt, diesen Kopierschutz habe ich mit meinem Verlag vereinbart auszubauen. Und auch so als Experiment, wir haben da auch gewettet, auch um eine Summe Geld, die ich leider hafte. Und leider habe ich auch bisher verloren. Ich habe gesagt, ja, die Leute, die werden das lesen und dann werden die sagen, das ist so gut, das kaufe ich mir jetzt. Und dass die Leute das lesen, steht außer Frage, aber kaufen tun sie es anscheinend nicht so. Was für mich erstmal okay ist, also meine Aufgabe war es ja, den Inhalt an den Mann zu bringen und das Geld muss dann der Verlag gucken. Für mich hat es auch nochmal, was ich daran wichtig finde, ich habe halt auch über diese Sachen mal gesprochen und nachgedacht und was ich gemerkt habe, ist, dass auf den Lesungen dieselben Leute, die das nur runtergeladen und so, die haben das da gekauft, nachdem sie mich gesehen haben, nachdem ein persönlicher Kontakt zustande gekommen ist. Was mich eben auch nochmal in der Tatsache bestärkt, dass dieser persönliche Kontakt eine andere zwischenmenschliche Beziehung doch nochmal aufbaut als das Digitale. Und zum Thema, was das Internet für das Theater tun kann, möchte ich aus genau diesem Grund sagen, muss das Internet etwas für das Theater tun? Muss alles heutzutage mit dem Internet verbunden werden? Muss alles irgendwie in irgendeiner Form digitaler werden und vernetzter? Oder reicht es uns nicht auch, dass die Welt da draußen vernetzt ist und wir alle ständig erreichbar sind und wir Räume haben, in die wir gehen können, um 4 Stunden Ruhe zu haben und um 4 Stunden etwas zu erleben, das wir sonst in unserem Alltag nie erleben, um 4 Stunden einfach eine Magie auf uns wirken zu lassen und danach wieder rauszugehen und wieder genauso vernetzt zu sein wie vorher? Danke. Das war das beste Schlusswort, was man sich vorstellen kann. Nahezu, aber ich hätte jetzt gerne noch die Fragen aus dem Publikum. Frau Slevogt, wenn Sie mir die einfach ein paar geben könnten. Herzlichen Dank. Ich lese welche vor und Ihnen ist es überlassen, ob Sie eine aufgreifen wollen davon. Mir scheint der Unterschied zwischen Theater und Netz zu sein, dass heute niemand mehr ins Theater geht, weil er glaubte, dort fände so etwas wie gesellschaftliche Selbstverständigung statt. Während sehr viele Menschen genau deshalb ins Netz gehen. Macht Sie das neidisch, Herr Peimann? Oder fühlen Sie sich nicht zuständig? Es ist einfach Quatsch, was da gefragt wird. Weil die Leute gehen ja ins Theater. Ich kriege ja gar nicht die Leute unter. Also insofern, das ist also jedenfalls was das BE angeht und was viele der Berliner Theater angeht, einfach Quatsch. Wir können gar nicht mehr unterbringen. Es war mal ein chinesischer Ministerpräsident war in New York und hat sich dann mit dem amerikanischen Präsidenten getroffen und der hat dann immer gesagt, ja, ihr habt ja überhaupt keine Reisefreiheit in China und das ist ja überhaupt alles Unterdrückung. Da hat der chinesische Präsident gesagt, ach, wir schicken Ihnen gerne mal die 50 Millionen Touristen nach New York.
Und ich kann die ja gar nicht unterbringen, verstehen Sie? Also insofern ist es Quatsch. Also, aber vielleicht stirbt das ja mit meiner Generation aus, obwohl doch sehr viele junge Leute in die Berliner Theater gehen. Wir Berliner Theaterdirektoren zählen immer die Fahrräder vor den Theatern und schließen daraus, dass da viele junge Leute sind. Und da liegt das BE mit an der Spitze. Also ich habe da gar nicht zu klagen. Ich schließe nahtlos an mit einer Frage an Frau Weisband. Brauchen wir nicht eine lebendige, nicht flüssige Demokratie? Demokratie bedarf doch der Erörterung und Abwägung. Wie wollen die Piraten das mit solchem embryonischen Werkzeug schaffen? Ich sehe das Rad und Fahrrad noch nicht. Ich antworte darauf ganz kurz, ohne darauf einzugehen, welches System hier gemeint ist. Es gibt verschiedene Dinge. Es gibt einen gesellschaftlichen Diskurs und der braucht Erörterung und der braucht ganz viel Kontakt, zwischenmenschlichen Kontakt auf ganz verschiedenen Kanälen. Der braucht Zeitungen und persönliche Gespräche und Telefonate und Chats und Twitter. Und es gibt irgendwann einen Zeitpunkt, so wie treffen wir eigentlich als Bevölkerung eine Entscheidung? Sollen wir uns alle die Lippen wund diskutieren? Wann ist der Moment, wo wir sagen, dies und das beschließen wir als Bevölkerung für uns? Und das geht nun mal nicht anders als über irgendwelche Mittel, die uns verbinden. Seien das Wahlzettel, die wir alle per Post, die wir zur Urne tragen und dann werden die irgendwo hingefahren und irgendwo gezählt und als Zahlen übermittelt. Sei es ein Computersystem, das unmittelbar am Wähler ist oder am Entscheider, am Bürger. Aber wir brauchen nun mal ein System, das natürlich den politischen Prozess nicht ganz abbildet, aber eben die Abstimmung. Und das ist flüssige Demokratie zum Beispiel. Dankeschön. Eine letzte Frage und die geht im Grunde an beide. Und die hat die Frage von Theater und Netz sehr politisch formuliert. Ist nicht auch eine Empörung, ein Shitstorm im Netz, ein heiliger Moment, in dem um moralische Maßstäbe gekämpft wird? Wie im Theater. Verstanden, was gemeint ist. Ein Shitstorm ist eine Entrüstung, Welle, sozusagen, ja, eine oder? Entrüstungswelle, die im Internet aufbrandet. Das kann in Sekunden, Minuten schnelle gehen und kann in kürzester Zeit zeigen, dass sehr viele Menschen sich über etwas empören. Und es macht deutlich, dass das also ein zentraler Punkt des Skandals und des Ärgernisses ist. Das wird im Internet formuliert in dieser kurzen Zeit. Ist nicht auch das so der oder die Fragestellerin, ein heiliger Moment, in dem um moralische Maßstäbe gekämpft wird? Vielleicht zuerst Sie. Ich glaube nicht, dass das ein heiliger Moment ist. Der Shitstorm im Internet zeichnet sich eben dadurch aus, dass sich kettenreaktionsartig eine sehr oberflächliche Empörung ausbreitet, die meistens auf persönlichem Niveau gegen irgendjemanden geht. Es gibt selten Shitstorms gegen Sachverhalte, weil das auch nichts bringt. Und ein Shitstorm ist meiner Meinung nach das, die Internetform dessen, was seit Jahrhunderten bei uns privat in der Küche passiert ist, nämlich wir lästern. Und da wird halt einfach gelästert in einer Dynamik, die so entsteht zwischen ganz vielen Menschen, da empört sich einer und dann empört sich der zweite und der dritte liest schon gar nicht mehr den Artikel, nur noch die Überschrift und denkt, was, Moment, da kenne ich auch noch einen guten Witz zu. Und meistens nimmt das Ganze auch noch eine humoristische Ebene an, dass man dann anfängt, so Witzchen zu reißen über die Person, aber an der Stelle findet eben auch keine Auseinandersetzung mehr statt. Es ist also im Prinzip ein Lästern, das den Teilnehmer selbst, ich muss leider sagen, in meiner unerfahreneren Zeit habe ich da wahrscheinlich auch ein, zwei Mal mitgemacht, das den Teilnehmer selbst überhaupt nicht mit irgendeiner Empfindung erfüllt, außer vielleicht einer kurzzeitigen Wut. Aber meistens ist es so ein Mitgehen, Mitscherzen, ein kurzes Ausspucken zwischen zwei völlig anderen Tätigkeiten, die man so macht. Deswegen, ich empfinde das nicht als heiliger Moment. Also da ist Theater besser. Ja, ich bin da nicht ganz Ihrer Meinung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Situationen, politische Situationen gibt oder wenn eine Ungeheuerlichkeit aufgedeckt wird, ich weiß nicht, Hoeneß oder irgendwas, dass dann ein Shitstorm, eine moralische Entrüstung oder eine moralische Empörung wie aus einem Munde, also das könnte ich mir als emotionales Ereignis schon vorstellen, dass das passiert.
Aber das ist natürlich etwas ganz anderes als der sogenannte, immer von Journalisten als Skandal bezeichnete Moment im Theater, der Theaterskandal, den es ja in Wahrheit nicht gibt. Es gibt die Aufregung im Theater oder die Empörung im Theater. Wenn nämlich, ich habe das so einige Male in meinem Leben mitgemacht, deswegen bin ich ja wahrscheinlich auch relativ bekannt geworden, weil ich immer wieder in solche, Gott sei Dank, glücklicherweise, vor allen Dingen durch Schriftsteller, in solche Situationen geraten bin, mit der Publikumsbeschimpfung von Peter Handke oder vor allem auch mit Heldenplatz von Thomas Bernhard am Wiener Burgtheater, aber auch in vielen anderen Situationen habe ich immer das Theater auch hinführen dürfen in Situationen, die bei den Menschen große Empörung ausgelöst haben. Mir wurde immer vorgeworfen, ich wäre ein Skandal-Heini oder Thomas Bernhard ist ein Skandal-Heini, legt sich ja nur auf den Skandal ab. Das ist aber falsch, sondern Thomas Bernhard hat mit dem Heldenplatz einen Skandal, einen Theater-Shitstorm ausgelöst, weil er über die Österreicher etwas Wahres gesagt hat, nämlich, dass die Österreicher in ihrer Mehrheit Antisemiten sind, im tiefen Herzen, dass der Antisemitismus zum Österreicher gehört wie der Schnitzel. Und dass die Österreicher nur auf einen neuen Hitler warten. Das stimmt und stimmt auch wiederum nicht. Es stimmt insofern, als der Antisemitismus der Österreicher ein Teil ihres katholischen Wesens ist. Das ist aber harmlos. Da werden keine KZs gebaut. Da werden auch keine Leute umgebracht. Da wird niemand vergast. Das gehört zur österreichischen Grantigkeit. Trotzdem sind sie mit den Juden nett und befreundet und heiraten untereinander. Also so, das gibt da... Der Hitler hat das erst mit den Zähnen bewaffnet. Der Hitler, der Österreicher war, hat erst aus diesem österreichischen Antisemitismus etwas Fürchterliches gemacht und hat das geweckt sozusagen. Das hat der Thomas Bernhard in seinem Stück Heldenplatz behauptet. Und das hat einen sogenannten Skandal ausgelöst. Das hat sich der Thomas Bernhard aber gar nicht vorgenommen, ich schon gar nicht. Sondern er hat eine Wahrheit ausgesprochen und diese Wahrheit hat zu einem Shitstorm der Theaterleute in Wien bis zum Kardinal und Bundespräsidenten geführt, die das Stück verbieten wollten. Wir haben es uns nicht verbieten lassen, haben es gespielt und haben einen großen Sieg errungen. Das heißt, dieser theatralische Shitstorm ist eine ganz andere Sache und wird dummerweise eben als Skandal bezeichnet, der keiner ist. Dass Picasso Guernica gemalt hat über den grauenhaften Angriff der Göring-Stukas auf das harmlose Dörfchen Guernica im spanischen Bürgerkrieg. Und dieses Bild löste einen riesigen Skandal aus. Das war kein Skandal. Der Skandal waren die Flugzeuge von Hermann Göring, die Guernica bombardiert haben. Das war der Skandal. Picasso hat es nur aufgemalt. Trotzdem geht es als ein Skandal, als ein Shitstorm in der jüngeren Kunstgeschichte ein. Also dass sozusagen die Empörung in einem Theaterforum, in einem Theatersaal entsteht, das ist etwas ganz Tolles und das passiert immer wieder. Es ist auch hier, wie ich am Anfang sagte, im deutschen Theater oft passiert in den schlimmen Jahren der kulturellen Unterdrückung des Theaters, in der schlimmsten Zeit von Walter Ulbricht, das war bei Honecker schon erheblich harmloser. Also das sind Skandale, gab es übrigens auch in anderen Orten, im Theater am Gendarmenmarkt, hat man immer noch Don Carlos gespielt in der Nazi-Zeit und immer bei dem Satz, geben Sie Gedankenfreiheit, immer, noch bis tief in die Nazi-Zeit, jeden Abend 2 Minuten Applaus. Und niemand hat sich getraut, das zu verbieten. Aber der Shitstorm, glaube ich, im Internet oder der Shitstorm der BZ und Bild-Zeitung zusammen oder wem auch immer, ist etwas ganz anderes als der fälschlich als Skandal genannte Empörung im Theater. Ja. Und ob das heilig ist, die Empörung über Thomas Bernhards Heldenplatz, weiß ich auch nicht so genau. Für mich ist das Heilige etwas anderes im Theater. Herzlichen Dank für diese Nachbetrachtungen eines Burgtheaterregisseurs über Österreich und die Österreicher. Nein, ich bin kein Österreicher, keine Sorge. Es geht gleich nahtlos weiter. Wir beenden diese Diskussion nahezu, aber sie geht, wie gesagt, nahtlos weiter mit einem Gastspiel des Schauspiels Dortmund. Es gibt auf der anderen Seite, wenn Sie also an der Treppe vorbeigehen, gibt es eine Inszenierung der Life Code, Krieg und Frieden im globalen Dorf von Daniel Hengst. Es geht um die Frage, wer eigentlich den Code schreiben darf. Es geht darum, wer hat die Verfügungskraft? Wie ist die Programmierung der Welt künftig zu lösen? Wer darf überhaupt an den Code? Also das, was tatsächlich im Moment verhandelt wird im Netz und
auf ganz anderen Bühnen, wird dort in einer Inszenierung zu sehen sein, zu der Sie herzlich eingeladen sind. Ich weiß, dass es jetzt noch 2, 3 technische Ansagen gibt, möchte es mir nicht nehmen lassen, vorher den Veranstaltern, das heißt Nachtkritik, Heinrich-Böll-Stiftung und der Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung und vor allem den beiden Diskutanten Marina Weisband und Klaus Peymann herzlich zu danken. Applaus